Das ist das Main Match dieser Session. Warum sind wir eigentlich in Wuppertal? Ich weiß hier, ne, Tradition, Beats aus der Bude und so. Aber natürlich in erster Linie, weil es hier dope Rapper gibt. Ne, wir hatten Free Kano hier im Line-Up. Wir hätten gerne den Homie Oregano gesehen. Schade, dass das nicht geklappt hat. Wir hätten natürlich gerne Dealer gesehen, Alter. Das Ding holen wir nach, Alter. Aber der junge Mann, der hier diesen Main-Match-Platz verdient hat, weil er nicht nur die Fahne für Wuppertal hochhält, sondern die Fahne für Battle Rap insgesamt, Alter. Und da rede ich nicht über Nationalitäten oder irgendwas. Oder Styles oder so. Ich rede hier von Treue. Dieser junge Mann könnte auf jeder anderen Plattform stehen. Er steht hier für euch und uns. Immer wieder und gern. Um hier alles und jeden auseinanderzunehmen. Macht mal auf fucking Lärm für Julo! Und ihm gegenüber haben wir einen Gegner gestellt. Ich liebe ihn, denn er ist mindestens genauso treu. Den jungen Mann kann man anrufen, der sorgt noch Chlor. Und zerfickt einfach Gegner. Und das hat er auch heute wieder vor. Angereist aus dem wunderschönen Dresden. Macht Lärm für Snake and Roll! Genau hier geht das Match auch los, also klappe jetzt hier alle richtig durchdrehen. Erste Runde. Snakehead Run! Yeah. Julo. Julo. Oh. Ein Halbaner. Fuck you. Fuck you, Goethe. Mit denselben Rechtschreibfehlern wäre zu deiner Biografie der Filmtitel. Deine Mutter läuft vor Gericht und ruft, mein Sohn hat nicht kriminell. Und das hat er wirklich nicht. Denn der Julo ist nicht nur Rapper, sondern auch Anime-Fan. Wie läuft das? Sagt Son Gokus Freundin, die schlägt Wim Rubinrot, denkst du dir, bleib mal fair, Chi-Chi, wie Bushido? Ich meine, Animes. Die fand ich eine Zeit lang cool. Ich war ja auch mal so ein kleiner Dude. Na, und danach wurde ich eingeschult. Ich wurde groß mit Easterns, mit Kung Fu, Karate, man sah Blut und Leichen. Du blätterst in einem Comicbuch die Seiten und denkst dir so, gut gezeichnet. Und immer wenn du Manuelsen im Kopf hast, ohne triftigen Grund, hab ich Manuelsen im Kopf, der fragt, Lakshow, wer ist dieser Hund? Du bist doch gar kein Albaner. Lauf ich mit dir über Dresdens Wochenmarkt, höre ich nur Wallalan, was willst du mit der Kartoffel da? Wie kann man nur so viel Scheiße reden? Echte Albaner wünschen sich, du hättest deine Pseudo-Identität nie preisgegeben, weil du enttäuschend bist. Wenn du mal mit hellhäutigen Leuten sprichst und die was zu deiner Herkunft wissen wollen, antwortest du mit Scheiß-Nazi, seht ihr nicht, dass ich Deutscher bin? Aber den ganzen Tag, ich bin Albaner, ich bin Albaner. Du kannst gern deine Drohgebärden bringen, doch du hast das nur geschrieben, weil gerade das Ende der Osterferien ist. Du willst halt nur mit deinen Texten schocken. Ich will ein paar gute Angles droppen. Du kommst mit Bodybag, ich komme mit Handysocke. Oh. Ich finde nicht, dass du schlecht bist. Ich finde sogar, du bist scheiße. Das Battle kam zustande, weil du Ansprüche stellst, na und ich keine. Wieso es makaber ist, dass du und Chief zusammen Songs von Xavier und du gecovert haben, brauche ich glaube keinen erklären. Und was kommt heute? Dieser Snake wird ein Biter sein? Dieser Snake ist einfach nicht er. Du gibst für Hiding John an, was du auf Events schon für weibliche Begleitung hast. Dass du das für dem machst, einfach krass. Ich meine, du hast die gefragt, ob sie mitkommt, das komplette Wochenende bezahlt. Naja, und danach hast du die heimgefahren. Denn du verdrehst nicht mal den Kopf von Emily Rose, weil du nur ein halber Mann bist, wie Angus T. Jones. Und von mir komplett im Battle blamiert wirst, als wäre wieder Henry der Host. Du sagst zu Goiner, dich feiert man auch ohne Behinderung. Das hast du vielleicht nicht gepeilt, aber die trennen so ein paar Zentimeter zur Kleinwüchsigkeit.
Ich wuchs auf direkt an Tschechiens Grenze. Du brauchst von mir nicht mit Wuppertals Drogenszene anzugeben. Der einzig relevante Track, in dem deine Stadt genannt wird, ist Polonaise Blankenese. Es ist sicherlich schwer, in dem Café Dem ein guter Rapper zu sein, vor allem bei Konkurrenten wie Sever und Prime. Der eine von uns ist eine Kunstfigur, der andere macht, was er rappt, rund um die Uhr. In meinem letzten Battle hatte ich eine nice Mikesh-Anspielung, aber deins war so ein Griff ins Klo, ich glaub, du putzt hier nur. Geier mit gerissenem Flügel. Fette Taube mit Dünnschiss. Albanischer Adler. Es ist Snakey Boy. Mein Gesicht sagt, bitte töte mich. Eure Gedanken sagen, ein Glück, dass der gut zu vögeln ist. Aber jetzt mal ganz was anderes. Time. Yeah! Welcome to my Tal, Snakey. Heute wirst du ehrenlos bedroht. Denn du bist für Wuppertals Überflieger nur ein Zwischenstopp. Wie eine Schwebebahnstation. Snakehead Rhyme, dein Name ist sehr lang. Der ist so lang, der ist mit meinem Schwanz verwandt. Der ist herzkrank. Der läuft gebückt die Tür rein. Spielt Basketball auf dich. Der läuft gebückt die Tür rein, spielt Basketball auf dich, hat Herzprobleme und darf auf mehr Achterbahn als ich. Was ist das für ein Name? Geh mal bitte. Du brauchst zwei Anläufe, um deinen Namen in den Schnee zu pissen. Bei meinem Namen denkt man sich, boah, da wollen sich Mädels bücken. Bei deinem Namen denkt man sich, boah, perfekter WLAN-Schlüssel. Der Hurensohn, der den Vokabeltest verhaut, sondern der Hurensohn, der zwei Namensschilder braucht. Du bist der Endboss bei jedem Buchstabier-Wettbewerb. Kürzest deinen Namen gern mit S-H-R, aber kürzest doch Hurensohn, das wär mal fresh, denn statt S-H-R passt doch viel R-H-S. Rein optisch sieht das nicht aus, als würden wir gerade betteln, sondern als würdest du versuchen, bei mir Gras zu checken. Bei seinem Körper denkt man sich, dass er bald an der Nadel stirbt. Bei seinem Gesicht denkt man sich, Nageltier. Denn du siehst aus wie der behinderte Cousin der Bieber-Brüder. Wie das Haustier von Ron. So als wärst du nicht straight out of Dresden, sondern straight out of Laufrad gekommen. Du siehst aus, als hätte Meister Splinter Amy Winehouse gepimpert. Und ich kann nicht weiter mit Lane zerlegen, denn meine Bars sind hervorragend, wie deine Zähne. Rattenface-Head-Rhyme. Ich könnte dir noch 100 solcher Vergleiche geben. Denn dein Kopf sieht aus, als wäre Alvin von den Chipmunks den Peaky Blinders beigetreten. Aber dein Friseur mag dich. Daran habe ich nichts anzuzweifeln. Immer wenn du kommst, lässt er den Praktikanten steigen. Aber du denkst dir, Hauptsache Seiten frisch. Aber wieso siehst du aus wie eine Ratte? Ich meine nicht dich, sondern dich. Wer bist du und was machst du da? Was hat der arme Junge dir angetan? Antworte mir, bevor meine Geduld zerreißt. Du solltest nicht auf deinem Kopf, sondern an der Schulter sein. Nach dem zweiten Blick will ich mich entschuldigen für die Strophen von eben. Denn es ist respektlos, über Tote zu reden. Na, in deinem Bett mit Heidi John meintest du siehst nicht aus wie Gucci, sondern wie Gucci Gucci Gu. Willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich versatschen? Klamotten würde keiner freiwillig tragen. Du tust alles, um ein Gangster zu sein. Und das erkennt man am Style. Bei deinem letzten Match in NRW konnte man sehen, wie du an deinem Hals ein Bandana trägst. Und dazu noch ein Hoodie, auf dem Ghetto steht. Oh, fehlt nur noch der Benzer, der Arm aus dem Fenster und die Wumme. Dann hättest du den Style eines schlecht getarnten Zivilbullen, Alter. Yeah. Mensch, hab kein Gras. Der auch nicht. Nein, wir haben kein Gras. Aber kommen wir zu deinem Match gegen DK und deinem Part. Er so, Summergarten. Heiße Battles und Diepe Engels.
Doch ich werde deine Show direkt mit einem Hieb beenden. Du kommst vom Regen in die Taufe, siehst nur Nebel vor den Augen, Kugelgewitter, es hagelt Bomben. Ich werde die Wetter viel missbrauchen. Später kannst du uns von deinem Niederschlag berichten, weil du auf dem Boden kleben bleibst, die Klimaaktivisten. Ich werde zum Orkan bei solchen behinderten Themen. Fuß dir ins Gesicht, da hast du deine Windstärke 10. Dass du auf Wolke 7 chillst, muss ich keinem erklären. Denn wenn du einmal durch dein Haar gehst, schneit es in Dresden. Aber im zweiten Part werde ich nicht aufhören, diese Fotze zu köpfen. Im zweiten Part werde ich nicht aufhören, diese Fotze zu köpfen. Denn wir sind hier in Wuppertal. Willkommen in der Hölle. Ja! Mach deine Bewertung oder von Jolo! So, Wuppertal, habt ihr Bock hier? Auf die nächste Runde oder was? Zweite Runde! Snake Pat Ryan! Dein kompletter Style ist geklaut aus der amerikanischen Szene. Doch, doch, doch. Ich dagegen bin gekommen, wie ich bin. Ohne Vorbilder und habe noch nie ein Match in einer anderen Sprache gesehen. Du Raubkopie wirst aussortiert und spürst dafür die Konsequenzen. Der Zug ist abgefahren. Hier kannst du vielleicht probieren, am Bahnhof zu rappen und deinen Jungs erzählen, du hättest die Loks gebattelt. Jolo, es ist mir egal, als wie viel Street du dich ausgibst. Eine ganze Generation hält alle Hände auf dich, doch ich gehe niemanden auf Leim. Ich bin kein Klimaaktivist. Dein letztes D&DL war in Berlin im Badehaus. Doch um dich einmal komplett nass zu machen, reicht kurz abspritzen mit dem Gartenschlauch. Ich hätte niemals mehr als einmal deine Parts geschaut, doch ich war nun mal live vor Ort, bestimmt nicht als dein Support. Dass du da angetreten bist, war in meinen Augen ein Eigentor und ja, was mit dir gemacht wurde, einfach Mord. Ich meine, checkt mal seine nichtigen Themen. Die Vorhersehbarkeit, die Parts, die ihm gegenübergesetzt wurden, bis zum Ergebnis. Für Josef war das sein Rematch gegen Vinci gewesen. Und da wir ja eigentlich bei FOB battlen sollten, nur das nicht stattfand, weil du permanent absagst, hätte es mich nicht gewundert, wenn du da mit einem Rundumschlag ankamst mit Zeilen wie und überhaupt, ja Mann, wie heißt deine Frau, Mann, ja. Hey, aber wir sollten bei FOB battlen 1,5 Jahre lang. Die hatten einfach keine Nerven mehr mit dir. Das Match wird freigegeben. Lohnt sich auch nicht für mich näher drauf einzugehen. Und auf einmal sah man Chief mit einem Scheinchen wedeln. Und das ist ekelhaft, wie der Schein dabei ist, dich zu blenden und somit deine komplette Sicht verändert. Fuck, Mann. Lass mal kurz. Oh, Chief nicht kopfschütteln. Achso, viele sind sauer über deine ständigen Absagen. Aber ich glaube, das ist berechtigt, denn du bist ernsthaft krank. Du stehst kurz davor, einen Darmausgang zu bekommen, der künstlich ist. Das ist auch der Grund, weshalb du nicht richtig isst und deshalb so verkümmert bist. Außerdem sieht man, dass du manchmal mit so weiten Klamotten bist in dem Battle, darunter könnte man problemlos eine Windel verstecken. Du bist wie der Henker am Fallseil, du lässt halt öfters einen abseilen. Mir tut es für so eine junge Seele echt leid, doch du scheißt schon seit ewiger Zeit auf mehreren Ebenen rein. Du hattest einige Battles in Folge, in dem am Ende dein Gegner noch ein Statement in die Kamera gemacht hat. Und das ist zum Lachen, denn du fühltest dich angesprochen, auch was zu sagen und meintest dann jedes Mal, ich muss kacken. Ja, danke, Mann. Ich muss kacken. Achso. Die ganzen Liga-Chefs und MCs, die du entweder geghostet oder versetzt hast, haben mir gesagt, ich soll dich heute ficken. Aber ich will dich unerwartet stoppen wie bei einer Reifenpanne. Ach nee, Native, der hat was anderes gemeint. Der hat gesagt, er hat dich klein gehalten. Ich hab's hier zu tun mit einem dummen Versager, der gern mal wie ein Pumper labert. Doch ich sag nur, Hände hoch. Und schon kriegt der Wuppertaler selbst in den Unterarmen Muskelkater. Die kleinen Tönen sind nun mal die lautesten und am meist kläffendsten. Deshalb verpasse ich dir wie ein Amstel-Fan keine Baggy-Pant, doch du kriegst eine Hundemarke. Hanteln heben, versuchst mit Wattestäbchen. Du lässt die imaginären Muskeln sprechen, du kommst nicht mal in den Club zum Battle ohne Mutti-Zettel. Du sagst zu Steinschleuder, du besuchst ihn aufgrund seiner Allergie mit Zitat Keimkanacken, dafür 30 Katzen. Du fährst mit, yeah. Du
fährst mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs komplette Land und hast die alle in einer Reisetasche? Zu Kid Soldier sagst du, dass der nur mit Jungfrauen gefickt hat, weil er Angst vor Kritik hat. Und was daraus resultiert, ist folgendes. Ich bin ein Psycho wie Stifler. Ich wär wütend wie Stifler. Du chillst mit deiner Fam am See, ich kacke, in eure Kühlbox wie Stifler. Julo, ich werde dir im letzten Part so in den Arsch treten, als wär's die Pedale von einem Drahtesel. Danach ist dein kleinstes Problem deine Darmgegend, dann fühlst du dich, als pissst du Starkregen aus der Harnwege. Time. Yeah. Yeah. Hey, yo! Nicht lästern! Und hier, zweite Runde! Julo! Hey, Snakey! Wir haben miteinander geredet. Aber irgendwie hat dein Gewissen dich wohl anscheinend selber richtig verarscht. Denn mein gesundheitliches Problem ist mit dem Herz, nicht mit dem Darm. Real Talk, Alter. Okay, aber wenn wir schon bei Real Talk sind, fangen wir an mit ein paar Wahrheiten. Denn mein Vater kam nach Deutschland, um zu arbeiten. Er hat die Sprache gelernt und keine Packets getickt. Er hat sich integriert und gab auf Ghetto einen Fick. Doch es gibt eine Sache, die daran lächerlich ist. Denn ihn versteht man besser als dich. Yeah! Red nicht von... Ja, ja, ja. Hab ich in dein Gesicht geschissen, hä? Heftiger Shit, hä? Ja. Red nicht von IQ, oder du bist gebankt, Bitch. Ich spreche zwei Sprachen, fließt du nicht mal eine verständlich. In Dresden ist alles wahrer Box. Nicht nur die Sprache, verdammt. Denn du siehst aus wie eine Lesbe. Und deine Mom wie ein Mann. Fängt die zu pöbeln an, hat jeder vor der Möse Angst. Denn die sieht aus wie ein Cosplay von Bösemanns. Die ist so Menschen. Ey, nein, nein, das ist auch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, die ist sogar Schauspielerin. Und unter Kritikern gilt die als Star. Die hat auch letztens eine Hauptrolle gespielt. Bei einem Film von Katar. Bei einer Versteigerung würde man die als Michael betiteln. Weil keiner für die bietet. In der Jugend konnte es jeder Dulli bei der Hure versuchen. Denn die hat die Abtreibungsklinik öfters besucht als die Schule. Oh. Sie kriegt K.O.-Pillen vom Arzt verschrieben. Ehrensache. Und ihre Furt ist so trocken, wenn man beim Kitzler abrutscht, entsteht eine Flamme. Yeah, yeah, yeah. Die ist wie Sandy. Ein behaartes Wesen mit Hasenzähnen. Aber wenn wir schon mal ekelhaft sind, kann ich euch direkt ein paar Snakehead-Zitate geben. Ja, Zitat, ich komm von ganz unten, wie Bitches, die meinen Schwanz lutschen. Prolet. Ich sag es wie Moses, lass mein Volk ziehen. Prophet. Mein letzter Gegner war Bombe am Spitten. Ich schielt ihm meinen Arsch hin, doch er konnte mich nicht ficken. Poet. Wir wurden beide mit dem Gürtel erzogen. Mein Vater zückte ihn und meinte, ich hau den Clown. Dein Vater zückte ihn und meinte, ich brauch den Rausch. Oh! Doch der Junkie fällt nicht weit vom Kram. Ehrenlos. Denn auch du gabst dir täglich Kurs. Zitat, Flex auf den Spiegel. Ich erkenne mich nicht wieder. Das, was blieben, waren Depressionen. Mein halbes Leben tot. Snakey, harte Story, Snakey. Ich glaube, ich heule gleich. Ich will dir helfen, dein Therapeut sein. Du denkst, wir schaffen das nicht, denn du bist gerne drauf. Aber keine Angst, ich bin Wuppertaler. Und mit Junkies kennen wir uns sehr gut aus. Nein, noch nicht. Noch nicht, Shady. Ich hab noch genug Shit in meinem Darm, Bruder. Noch genug Shit, Alter. Okay, also, Crackhead Rhyme. Crackhead Rhyme, die Drogen können dir nicht den Frust nehmen. Und du bist nicht Moses, nur weil du auf die Schoße mit deinem Busch redest. Schreit seine schwangere Frau mit seinem Kind in ihr Bauch. Ich hab die Wehen. Lacht Snakey die Bitch einfach aus. Und schreit ich endlich auf. Clown, DC wollte dich casten, damit du Batman fixst. Aber du, Junkie, hast die ganze Schminke weggesnifft. Ich halte den Spiegel vors Gesicht und Snakehead ist sprachlos. Denn ich bin die Stimme der Straße, du die Ecke des Bahnhofs. Meine Jungs sind mein Rücken, meine Kämpferfront. Deine Jungs sammeln bei Toiletten diese 50-Cent-Coupons. Sogar bei viel gewinnt, habt ihr die Regeln schnell angepasst mit eurem ekligen Junkie-Stuff. Bei euch gewinnt der noch vier Zähne nebeneinander. Yeah!
Die Therapie ist beendet. Ich entlasse dich. Du gehst zur Krankenschwester und bedankst dich. Du sagst Dankeschön. Sie haben mich endlich geheilt und vom Crack befreit. Und sie so, ach nein, Snack at Rhyme. Morgen wirst du eh wieder am Peppen sein. Aber wir hatten einfach keinen Bock mehr, dass du in unsere Betten scheißt. Beide MCs haben jeweils noch eine Runde. Oh, yeah. Habt ihr Bock auf das Finale? Yeah! Yeah! Heute und letzte Runde Snake Hat One Clicket Ticket. Yeah. Dein Debüt wurde gehostet von Papa TR. Und als Kontereinstieg disst du ihn. Benehmen wie ein Spast. Doch woher die Eier? Ach, das hat vorher schon ohne jegliches Nachspiel dein Gegner gemacht. Und mittlerweile filmt er dich, ist er bei deinen Battles öfters hinter der Kamera. Und ich habe gehofft, der filmt dich schlecht. Aber dich in ein mieses Licht zu stellen, Mann, das übernimmst du selbst. Und du weißt, du solltest eigentlich bei mir zu Hause anfangen, diese Reihe. Doch es ist nun mal so gekommen, dass ich jetzt hier rap. Und egal, wer mein Gegner sein soll, es wird keine Crowdpleaser-Lines geben oder Zeilen, die man nur bei uns in Dirty D checkt. Dennoch fick ich diesen Julian Spast heute vor seinem Wutal-Clan. Denn du bist so, ja, komm zu uns, bei uns gibt's Mehl im Kabelsalat, bei uns gibt's Kabelsalat im Mediamarkt und selbst der Gemüsehändler verkauft Gelee-Bananen. Was für eine Scheiße, du Quatsch. Das sind auch keine Gelee-Bananen, die sind halt einfach nur Matsch. Dein Pen-Game ist anders weird. Wenn du über Olaf Scholz rappst, ist das wie in Malibu's Most Wanted. Die sind alle fasziniert, dass du weißt, wer das Land regiert. Kid Soldier benimmt sich wie ein Welpe auf Beats. Du bleibst ein Trottel am Mike. Du sagst, zum ersten Battle hast du dich nicht um 360 Grad, sondern 720 gedreht. Und Annalena Baerbock reagiert mit einem doppelten Like. Gero hat Hautfarbe DIN A4-Blatt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich hoffe, dass du es zeigst. Welche Hautfarbe hat Gero jetzt? Also für jeden, für den das zu bunt wird, ich weiß natürlich, was er meint. Er meint sowas hier. Oh. Verwechslungsgefahr. Hugo der Troll, Julo der Proll. Aus MC Geuner, MC Euter. Aus Heidemann, Scheidemann. Was deine Mutter von mir kriegt, ist wie dein Name rückwärts Kit, also dick. Und dann sagst du noch, wir machen mit der Mama einen Dreier. Das ist ja nett gemeint, aber ich hätte Befürchtung, aus dir kommt wie immer nur heiße Luft oder wenn die dir die Eichel lutscht, dass die dich mit einmal schluckt. Außerdem ist so eine Nummer mit dir eher so ein Zweier Plus. Weil die Marokka nah an sich ranlässt und selbst Marokkaner an sich ranlässt. Julo, solche Lines machen aus dem Albaner einen Albernen. Wegen dem Match ist Jamann am Jammern. Übrigens, es gibt noch einen anderen Jamann, so heißt nämlich Apache mit bürgerlichem Nachnamen. Doch als ich unserem Jamann, Häuptling vom Stamm der FOBs, gefragt habe, was er davon hält, dass du jetzt hier bist und wegen ihm ist auch Snake nicht am Start, sagte der nur, Julo breaking my heart. Du wohnst mit 6 Homies in der Studenten-WG. Kommt ihr nach Hause, sagt der eine, ey, wer aß von meine Cremeschnitte? Und der nächste will wissen, wer das ganze Haze kiffte, ganze 10 Chibbits. Der übernächste fragt nur, wer den vielen Schnee snifte. Und Julo so, und wer liegt da in meinem Bett und fickt mein Mädchen zwischen den Titten? Und ich so, na hier, Snake Witchen. Schon als Kind habe ich mich gefragt, ob manche Stories wirklich aus unserer Heimat sind. Die gerade eben oder zum Beispiel auch, ob Tischlein deck dich ein deutsches Märchen ist. Ich würde gerne näher eingehen, doch es ist ärgerlich, weil nicht viel mehr heute meine Zeit hergibt. Aber ich mach's kurz. Du erzählst uns gern, was du alles mit Frauen machst, doch du bist der Jüngste der Brüder und rufst den ganzen Tag zu deinem Inwuchsknüppel aus dem Sack. Julo, komme nicht mit Worten, die ich nicht kapiere, wie kein Plan, wie man es ausspricht. Chicha Nonne, du bist ein hämorrhoidengroßer Wechsler meiner Shisha-Kohle. Oh!
Ich habe mal gehört, du arbeitest als Techniker, doch du hast den Job sicherlich nur angenommen, weil du dachtest, da lernt man, dass man dir da die Delivery deiner Rap-Skills lehrt. Unter dem Helm siehst du aus wie eine Schildkröte und du wirst kein, kein Bauarbeiter, nur weil du Bagger auf dem Autoteppich fährst. Sagt einer deiner Kollegen, er kann in der Werkzeugkiste nichts finden, antwortest du mit Flairs Buchtitel, im Bus ganz hinten. Sicherlich fragst du dich, fängt der Massaker jetzt an, aber nein, Julo, es ist dritter Part und der heißt bei mir nun mal, ich fasse zusammen. Und euch ist das sicherlich, was ich sage, nicht ernst genug wie bei dem Scherzanruf oder gerade eben die Zeilen aus dem Märchenbuch, aber checkt mal. Manuelsen, sein Nationalstolz, viel Scheiße, Stifler, Julo, es gibt ein Happy wie Steven und der bist du, Timer. Dritte und letzte Runde! Julo! Snakey, du hast da eine Sache falsch verstanden. Ich wollte nicht, dass wir zusammen in Dreier seine Mama einstellen. Ich wollte, dass du die Kamera hältst. Eigentlich heißt ja diese dritte Runde, wir fassen zusammen. Aber nein, Snakey, Snakey. Deine letzten zwei Gegner haben dich zu null besiegt. Und das ASAP. Deine letzten zwei Gegner konnten mich zu null besiegen. Und das ASAP. Keiner lässt bei dir Punkte liegen. Als was für Snakehead. Nenn dich Payback. Du wurdest von jedem gefickt. Okay, warte. Du wurdest von jedem gefickt. Und man sieht es dir ins Face geschrieben, als würde es ein Face-Tat sein. Oder wie, so reimt sich Snake-Cat-Rhyme auf AIDS ist geil. Oh. Natürlich fängt man an, sich Schwanz von jedem Dulli zu holen. Wenn man sich nach einem Tier benennt, das aussieht wie ein benutztes Kondom. Aber dann kam dein Battle gegen Atropa-Trap, einer echten Frau. Und ich muss sagen, da sahst du richtig happy aus. Auf Insta hast du drei Bilder gepostet. Auf den ersten sieht man, wie du lächelst und mit offenen Armen da stehst. Auf dem zweiten sieht man, wie du dich zur Dame bewegst. Und auf dem dritten hat man sogar eine Umarmung gesehen. Da wurdest du zu Datehead Rhyme. Sie war dein Babehead Rhyme. Für dich war es eine Anhäufung an ersten Mal. Zum ersten Mal mit einer Frau in den Cypherkreis. Zum ersten Mal eine Konversation führen, bei der keiner schweigt. Zum ersten Mal statt dreimal nein, dreimal time. Oh. Zum ersten Mal dominant sein bei einer Perle. Zum ersten Mal eine Frau umarmen, ohne angezeigt zu werden. Oh. Rape it. Oh. Ja, natürlich, Alter. Zum ersten Mal eine Frau umarmen, ohne angezeigt zu werden. Rape it. Du hast ein lebenslang Tinderband. Für dich sind Frauen wie Musikband. Du hast ein lebenslang Tinderband. Für dich sind Frauen wie Musikboxen. Denn du machst sie meistens von hinten an. Mein Schwanz ist groß. Dort kann man Models sehen. Der ist wie das V beim Dortmund-Logo. Zwischen Doppel-B. Du solltest nicht über deinen Schwanz reden. Du solltest nicht über deinen Cock reden. Denn beim Runterholen sieht es so aus wie ein Epileptiker beim Shot reden. Snake will take bitches mit fake titten in face spritzen. Doch das ist wie die Pfeiltaste bei Nokia. Denn das kann Snake knicken. Oh! Aber Spaß beiseite. Frauen suchen nicht das Weite, wenn sie dich sehen, sondern das Kleingeld im Portemonnaie. Denn du riechst nach erbrochener Masse, nach Kotze und Ratte, nach Moslems, die fasten, nach Eiweißshake, den man vergessen hat, seit einer Woche zu waschen. Gehst du in den Puff? Sagt die verwirrte Nutte nach einer Viertelstunde, der wird ja gar nicht hart. Und als Snakey sah, dass die Dame aufgab nach dem harten Trauma, tröstet er sie und sagt, ey, der ist zwar nicht hart geworden, aber dafür sauber. Gegen DK lud Snakey zu Story ein. Denn bei seinem Wettimönchen flog ein Stein so knapp an seinen Kopf vorbei. Er hat den Schuldigen gesucht, fand ihn nicht, war empört und traurig und dachte sich, warum gehen alle immer auf mich? Snakey, entspann dich, raff dich, schieb kein Hasscake. Vielleicht war das kein Stein, sondern so ein Klumpen Haschisch. Oder so eine neue Art Crystal Meth. Vielleicht hat sich die Schleuder unter Tisch versteckt. Oder warte, vielleicht war Harry Potter auf geheimer Reise. So nach dem Motto, Professor Snake, hier der Stein der Weisen.
war das ein Pokéball. Denn so, wie du den Löffel am Start hast, könnte man schnell denken, du bist ein Kadabra. Damals fuhr ich von Wuppertal nach Berlin für den G von meiner Leidenschaft. Hab bis weit gebracht. Der erste kennt nach Niedern der Leute in der Cypher-Klasse. Yes. Kam aus ne Bitch, die manche Eiche sackt. Und das hat auch du in deine Lines gerafft. Denn heute fuhr der G von Berlin für ein Event in meine Stadt. 4-2, du Spaß. Time und Cut! Geiles Witze. Alte Glaserei, danke, dass wir hier sein durften. Ihr wart eine fantastische Crowd. Und wir konnten zum Glück hier ein wunderschönes Ende setzen. Ein Wuppertaler im Match, knistert doch nicht so. Und hier, ihr wart faire Gastgeber, genauso abgefeiert. Hammer geil. Alte Glaserei, gibt mir fucking Lärm, ich wollte ganz hier, und wir judgen den Bums. Ran hier, komm. Let's go. Neu machen. Hey. Jetzt ist der wieder voll nett, Alter. Ja, also du hast stärker angefangen, als ich dich vorher kannte, so, ne? Ist leider gegen Ende so ein bisschen abgeflacht. Es waren immer wieder Lichtmomente dabei, aber er, der hat durchgehend das gemacht, was Jordan da auf seinem T-Shirt macht, so, weißt du? Und deswegen muss ich das Ding auf jeden Fall 3-0 an ihn geben. Mach doch mal Lärm für beide hier! Was geht? Ich habe dich auf jeden Fall in den ersten zwei Runden vorne gesehen. Ich fand dieses Ding in der zweiten Runde zwischen euch drei, war irgendwie ein bisschen strange, aber das hat dich ein bisschen rausgebracht. So. Also ich war ein bisschen traurig so. Ist irgendwie ein bisschen schlecht von allen Seiten gewesen auf jeden Fall. Aber ich habe dich auf jeden Fall in den ersten zwei Runden vorne gesehen. Die dritte Runde war so auf Augenhöhe, aber ich mache es in den ersten zwei Runden fest. Deswegen hat Jule auf jeden Fall geholt. Danke. Ja, ey, geiler Abschluss auf jeden Fall. Julo ist auf jeden Fall zurück, würde ich sagen. Ne? Ja, Snakehead auch richtig stabil, übelst lustig gewesen, aber bis heute delivery-technisch ein bisschen gegen ihn untergegangen. Dritte Runde würde ich noch einen Draw sehen. Die war zwar punchline-technisch bei dir, aber du hast ein bisschen verkackt, so, aber das ist ja kein Problem, kann passieren. Du warst trotzdem stärker als in deinem letzten Battle, übelst lustig, aber kamst dann nicht so gegen seine Lines an. Das war ein bisschen Feuerwerk, deswegen gebe ich das knapp jede Runde, aber an Julo. Okay. Komm mal bitte. Jojo, tut mir eigentlich schon leid, das dazu sagen zu müssen, weil es eigentlich echt geiles Main-Match war und es hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen, aber ich muss mich da anschließen. Für mich war Julo einfach jede Runde immer einen Ticken stärker und deswegen auch für mich 3-0 Julo. Kurz gefasst, trotzdem starkes Match, alle drei. Alle zwei. alle drei. Ja, wurde eigentlich schon alles gesagt. Du hast mega Pech gehabt, dass es ein bisschen gehalten hat bei deiner Delivery. Da hinten hatte ich echt Probleme, das zu verstehen. Bei dir ist das natürlich kein Problem. Die Rattendinger, das ist so lustig. Ne? Und auch hier mit der Hölle im Wuppertal, übergeil. Deshalb 3-0 an ihn, aber trotzdem geiles Match. Okay, what a geiles Match, Alter. Ja. Alright. Dickerchen, Leute, was soll ich sagen, war, wir müssen nochmal drüber reden, ob dieses Match da, ne, ob wir das hier überhaupt machen durften, aber wir haben es jetzt hier gemacht, das war geil und genau, war, Snaggy hat über abgeliefert, 5-0, drückt das auf keinen Fall aus, ne, aber ihr kennt das, das knippt Klappe, 5-0, macht motherfucking Lärm für Snakehead Run! Aber Gewinner dieses Battles hier in seiner Hometown, Alter! Und Dickerchen, krieg dein Herz in den Griff oder dein Magen, egal was das ist, Alter. Und dann geht's hier krass nur noch gerade um nach hier durch die Decke. Macht Lärm für Julo! Yeah! Yeah! Und damit sind wir draußen. Peace! Killer-Match.